Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen. Ich wage es ein weiteres Mal. Ich spiele Mist Survival. Es sind viele Monate ins Land gezogen und ich bin gespannt, ob hier merkliche Veränderungen stattgefunden haben. Aber ich bin da eigentlich optimistisch. Und wir schauen mal, was das Ganze kann und was ich noch kann. Ich habe so gut wie alles vergessen. Also wer hier jetzt glaubt, er schaut jemandem zu, der das schon ein paar Stunden gespielt hat. Leider falsch. Ich weiß nichts mehr. Genau, wir sind immun. Und hier gibt es Kreaturen, die nur bei Nebel rauskommen. Oh, das sieht schon mal anders aus. Fatigue, genau. Shelter Management. Oh ja, ich sehe schon, hier sind neue Sachen. Alles klar. Shelter Command. Symbol, Survivors List. Ja, auch die NPCs waren schwierig. Die schwebten häufig über dem Bett und so. Die können nur nachts raus. Oder wenn der Nebel da ist. Green Mist. Ah, ja. Ich erinnere mich. Hitze, Nässe. Oh, warte mal. Das ist aber neu hier, oder? Erze gab's. Wie gesagt, ich habe alles vergessen. How to get brass? Was ist denn brass? Ach hier, Dings. Ingot. Fischen, how to fish, close. Oh Leute, da sind wir wieder. Carrie. Ach so. Oh was? Muss ein bisschen die Maussensibilität runterdrehen. Grafisch ist alles auf Maximum. 06 sollte okay sein. Suicide? Nee, hier, warte. Ja, das ist schon besser. Shelter Command. Open. Ah, ja, das hat sich nicht geändert. Warte mal, wie können wir das denn jetzt... So, wir haben Chocolate Bar, Bandage und Combat Knife. Wir haben 7.25 Uhr am ersten Tag, 20 Grad. Uns geht soweit ganz gut. Maximale Gewichtskapazität ist 65 Kilogramm. Wir können etwas ernten. Das ist der Status. Ja, warte mal, Equipment kann man da auch... Ach, das können wir hier machen. Main Hand ist bei 46%. Wir haben eine Gasmaske dabei, eine Taschenlampe und ein Feuerzeug. Okay, Skill. Pet, genau, wir hatten einen Hund. Ich höre einen Huhn. Ach was. Warte mal, ich kann hier einen NPC... Ja, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, jetzt so am Anfang. Aber gut zu wissen. Wir hatten doch auch eine Karte. Vielleicht müssen wir die erst finden. Und hier drüben haben wir schon das erste Auto. Also ist es ein Jahr oder sogar vielleicht mehr als ein Jahr, länger als ein Jahr her, dass ich das gespielt habe. Und ich habe das immer mal wieder so im Blick gehabt und dachte so, ja, da passiert mir nicht genug und so. Jetzt habe ich allerdings wirklich zufällig ein Video gesehen und dachte so, oh, warte mal, da ist ein bisschen mehr passiert, als ich dachte. Wir schauen da doch mal rein. Vehicle Parts Scraps. Taschenlampe ist auf L, okay. Was höre ich hier? Ich höre doch irgendwas. Enter. Genau das ging noch. So, wir haben noch nicht so viel Platz. Man muss Rucksäcke finden, die dann irgendwie... Ein Slot... Warte mal, wie ging es jetzt raus? Ah. Das Ganze um einen Slot erweitern. Install Engine. Open Front Drawer. Okay. Oh. Da vorne haben wir einen Turm. Wir haben menschliche Feinde, wir haben Mutanten. Und Bären gibt es. Ich weiß nicht, ob es sowas wie Wölfe oder Kojoten oder sowas gab. Aber irgendwie sowas in der Art. Das hier ist für mich schon mal ein komplett neuer Bereich irgendwie. Den habe ich so noch nicht gesehen.
Sehr schön. Sehr schön. Components, das kann alles nicht schaden. Da ist es jetzt aber auch gleich schon voll. Das stackt sich glücklicherweise ein bisschen. Was ist denn jetzt? Machete. Gib mal. Setzen wir auf die 2. Da können wir uns schon mal ein bisschen besser zur Wehr setzen. Da unten haben wir noch ein Auto. Und da sogar ein ganzes Haus. Okay. Ah. Profi. Okay, wir können jetzt Sachen tragen. Ich glaube, das war vorher nicht so. Aber kann natürlich sein, dass ich mich irre. Das wäre total irre. Wir haben einen Rechner. Muss ich ein bisschen schauen, dass ich hier... Ja, haben wir schon nicht genug Platz. Ich würde fast sagen, wir hauen sowas mal raus, was wir auch so bekommen. Und nehmen lieber mal Munition mit. Was haben wir hier? Ein Filter für die Gasmaske. Na, nee, ich denke... Da muss ich jetzt schauen. Was haben wir hier? Ein Teller und... Tomatensoße. Vehicle Parts. Das scheint mir alles sehr relevant zu sein. Was höre ich hier? Who's walking here? Ah, wie gut, dass man hier einfach alles durchsuchen kann. Und Sachen stacken kann. Das ist natürlich Gold wert. Ein Hammer könnte durchaus relevant sein. Schrei mir nicht so ins Gesicht. Ja, ich denke, ein bisschen was zu essen ist nicht ganz verkehrt, oder? Wir machen es mal so. Wie sieht es denn aus? Hunger und Durst. Wir müssen irgendwie auf den grünen Zweig kommen, dass das Sinn macht. Ah, oh Gott. Was ich mitnehme, was jetzt gerade relevant ist, es geht ja im Grunde auch darum, eine Base zu bauen. Was ist das denn da? Oh, das ist ein Babybär. Bärenbaby, Babybär. Lass die Mutter nicht fern, Leute. Wir haben alle The Revenant gesehen. Was gibt's hier? Blueberry, ja, ich habe schon nicht genug Platz. Das ist nur das Junge. Ich sehe kein Muttertier. Kann ich so einen Bären nicht auch als, als Haustier nehmen? Mach lieber mal die Tür zu. Kann natürlich immer noch sein... Was ist das denn hier? Propanflasche. Propan? Propan? Pot. Wäre an sich keine verkehrte Base, würde ich fast sagen. Hier ist schon alles da. Aber mit dem Bären da draußen. Mockerpot. Okay. Da. Okay, muss ich richtig aufpassen. Kann ich die direkt ausrüsten? Sehr schön, das nehmen wir mit. Auch die. Schrotmunition. Ja, eine Waffe wäre nicht verkehrt. Ach, warte mal, genau. Und hier konnte man die Sachen herstellen. Dafür brauche ich einfach nur Hardstick und das Messer. Dog Tag. Used for changing pet names. Chicken Feet. Molotov. Case with Blade. Mhm, okay. Zeig mal her, wieso hat denn der junge Mann kein Hemd eigentlich? Ich brauche auch Schuhe.
Aber das ist soweit doch schon mal gar nicht verkehrt. So, wir sammeln ein bisschen was ein. Wir gehen auf jeden Fall hier hinten raus und entfernen uns jetzt erstmal. Und schauen mal, was wir da unten noch so machen können. Denn ohne Schusswaffe so einem Bären gegenübertreten ist, glaube ich, dann doch denkbar schlecht. Und so mutig bin ich dann doch nicht. Was ist hier, Bärengebiet oder was? Die wollen mir noch einen Bären aufbinden. Ja, die Map sagt mir so leider nichts, also dieser Bereich zumindest. Es sind immer mal wieder Bereiche dazugekommen. Aber das habe ich nur so schlagzeilenmäßig gelesen. Also irgendwas Neues hier und da, aber das sieht für mich jetzt gerade alles sehr neu aus. Was natürlich auch natürlich so eine neue Motivation reinbringt, sowas zu spielen. Und ich kann mich erinnern, ich habe das recht viel gespielt, so täglich eine Folge rausgehauen und irgendwann kam es zu so einem Punkt, wo ich dachte, das ist das typische Survival-Spiel-Problem, ne? Irgendwann kommst du an einen Punkt, da hast du den Großteil der Sachen gebaut, die du bauen wolltest und dann geht es halt nur noch darum, irgendwie zu spielen, ohne richtiges Ziel so, was ja auch völlig okay ist, aber ich bin dann da eher so, dass ich sage, okay, hab genug gesehen, mir reicht es jetzt und dann ist gut. Zudem war es dann auch noch recht buggy. Was es dann natürlich nicht leichter gemacht hat. Okay. Sehen die denn neu aus hier drin? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Die hat noch so komische Animationen und so. Aber das ist hier ja, also was ist hier? Ist ja Florida. Trifft auf Ohio. Oh, yes, dankeschön. Das können wir nicht stacken, aber vielleicht können wir das hier direkt essen. Carry... Drop, Throw, okay. Gehen wir mal hier rein, vielleicht haben wir ein bisschen was. No Tire, Install Tire. Hier sind manchmal so Codes drin gewesen, das weiß ich noch. Leute, jetzt geht doch die Party los, ich weiß gar nicht, was los ist. Wir essen mal was, obwohl wir haben noch nicht viel Hunger, wir sparen das lieber mal. So, hier haben wir einen Revolver. Den setzen wir mal auf die 1. Genau, so machen wir es. Rifle Ammo, Revolver Ammo. Ach, was ist das denn hier? Rifle, 9mm. Ich schätze am ehesten... Suppressor, den nehmen wir mal... Ne, den nehmen wir mal nicht. Das macht so keinen Sinn. Ich denke fast... Batterien brauchen wir jetzt gerade auch nicht und Vehicle Parts ebenfalls nicht. Dann machen wir es erstmal so. Das Essen lassen wir drin, das passt soweit. Wir haben was zu trinken. Und hier haben wir unseren ersten Revolver. Soweit. So gut. Was ist denn das? Ey, die kommen jetzt nicht hierher, oder? Ich habe ein Zimmer gebucht. Also die Animation... Warte mal, ich dachte aber, die können nur nachts raus. Was ist das denn? Ah, sie fallen sehr schön. Okay, das checke ich noch nicht so ganz. Ich dachte, die können nur nachts oder im Nebel raus. Was ist denn hier los? Paradise Motel. Okay, da müssen wir dann mal schauen bei Gelegenheit. Okay, hier fehlt ein Reifen. Und alles andere. Okay, da muss ich jetzt aufpassen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht schon am Anfang gleich alles verballern hier. Aber das ist etwas, womit ich nicht gerechnet habe, dass die direkt angreifen. Wir müssen mal schauen. Da sind doch einfach zu viele, ne? Da kann ich jetzt nicht einfach so rein. Das wäre kompletter Quatsch. Wir folgen mal der Straße und schauen, wo sie uns hinführt. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwie was finde, wo ich mich erstmal niederlassen kann. Vielleicht kann ich hier drüben auch erstmal schauen. Wir haben noch 2 Schuss. Dass ich irgendwie einen größeren Rucksack finde oder etwas, was den Rucksack aufwertet
Und vielleicht ein kleines Fleckchen für eine Base. Oh, warte mal, hier ist ein riesiger Generator. Vielleicht haben wir da drin ja was. Ja, also der erste Eindruck ist, es hat sich sehr viel getan. Es ist natürlich immer noch, genau, das könnte eine Base werden. Immer noch vom Prinzip her gleich. Aber das ist, ja, das geht natürlich nicht. Das ist für mich alles sehr neu. Also die Gebäude und auch dieses Motel hier gerade und so, das habe ich, das war vorher nicht. Das war ziemlich begrenzt, das Gebiet. Es gab ab und zu so kleine Events, wo Leute dann irgendwie so einen Autounfall hatten. Da hat man so einen übertrieben lauten Crash gehört und dann musste man irgendwie in die Richtung laufen, weil das war dann auf der Karte markiert. Und dann war da jemand drin, den man retten konnte. Und der hat uns dann was im Austausch dafür gegeben, dass wir ihm geholfen haben. Und dann gab es ab und zu eben Bereiche, wo man NPCs retten konnte. Die lagen dann ewig in so einem Krankenbett und konnten dann aber auch irgendwie helfen. Aber, also das war eher so die Idee. So richtig funktioniert hat das alles nicht. Die hingen dann fest und konnten dies nicht und das nicht. Aber, also ich hoffe mal, dass das jetzt ein bisschen besser ist. Okay, das scheint sehr relevant zu sein hier. Batteries. Components nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier ebenfalls. Vending Machine. Ah, okay, warte mal. Haben wir ein bisschen Platz? Nee. Wir brauchen eine Pistole, wo wir diesen Silencer ranmachen können, nehme ich mal an. Was denn jetzt? Zigarette. So, jetzt haben wir 5 Schuss. Das ist schon besser. Das stackt sich leider auch nicht. Okay. Combat Knife. ...9mm stackt sich. Das stackt sich sehr schön. 9mm ebenfalls. Duct Tape. Ja, es gab so Sachen, ich weiß noch, da musste man lange nachsuchen. Das war natürlich eine Zeit, wo es recht begrenzt war, wo es irgendwas gab. Das hat sich dann irgendwann rumgesprochen, wo man Sachen finden konnte. Dadurch, dass das jetzt hier wesentlich größer wirkt, wobei ich nicht weiß, ob die Map die gleiche ist, weil bisher kommt mir alles sehr neu vor und sehr fremd. Könnte also durchaus sein, dass die Größe geblieben ist. Aber eben alles neu sortiert quasi. Okay. Zehn Minuten. Gar kein Problem. Wenn ich Pech habe, beginnt jetzt der Nebel. Aber nee, ist alles gut. So, hier fehlen noch ein paar Reifen. Um genau zu sein, 3. Und ich vermute mal, hier vorne ist auch alles raus. Ja, mir war so, als hätte man eine Karte gehabt. Wollen wir mal eben schauen, wo wir die finden können? Ground Sleep. Gas Mask ist O. World Map. K. K wie... wie World Map. Ha, da wären wir. So, und dann hatte man Bleistifte und dann konnte man einmalig markieren, wo man sich gerade befindet. Das heißt, es gibt hier keinen Marker. Ja, das ist auf jeden Fall schon sehr viel größer hier. Eieiei. So, wir sind hier unten. Das ist Paradise Motel. Das haben wir rechts von uns gelassen. Das bedeutet, wir sind hier drin vielleicht. Sind wir direkt an der Straße? Genau, Sägemühle gab es. Powerplant gab es nur als Baustelle. Die Mine gab es auch noch. Coffee Shop, ja, das ist hier alles neu. Tunnel School, Community. Okay, Leute, das heißt, warte mal, wo ist jetzt der sinnvolle Weg? Schon irgendwie die Straße weiter runter, ne? Schaut mal, da haben wir noch ein paar Gebäude. Ja, ich würde fast sagen, wir laufen erstmal ein bisschen rum. Wie spät haben wir es denn jetzt? 9.44 Uhr. Dass wir irgendwie erstmal einen kleinen Ort finden, wo wir uns niederlassen können.
Ich nehme mal an, die Reifen sind die alle gleich groß, auch wenn so ein Pickup natürlich andere Reifengröße hat. Hier gibt es schon mal Benzin. Was haben wir hier? Painkiller, auch nicht ganz unwichtig. Ich denke mal fast. Damit muss ich jetzt erstmal so leben, dass wir ein paar Sachen mitnehmen. Salz. Da ein paar Sounds fehlen noch. Aber bekanntermaßen wird dieses Spiel von einer Person entwickelt. Ich muss mal schauen, ob das der passende Reifen für den Pickup oben ist. Weil dann machen wir es so, denn so ein Pickup mit so einer Ladefläche ist natürlich nicht ganz verkehrt. Darauf kann man dann, ich weiß nicht, ob es noch geht, konnte man so Spinde raufstellen und Kommoden und so und stapeln, wie man lustig war. Aber doch. Okay, Reifen ist Reifen. Alles klar. Das heißt, jetzt fehlen noch zwei. Und dann wissen wir beim Paradise Motel die nächste Tankstelle. Da ist mein neues Auto. Das weiß das Auto noch nicht, aber das ist nicht so schlimm. So, wir schauen mal. Hier im Diner sind wir jetzt gewesen. Hier haben wir keine weiteren Reifen dran. Das hat jetzt auch im Grunde nicht Priorität, weil wir natürlich erstmal einen Schlafplatz brauchen. Painkiller. Und wie wir das mit dem Bauen und so machen, weiß ich auch gar nicht mehr. Hier ist auch niemand. Mehr können wir nicht tragen. Kippe. Das stackt sich nicht höher. 8 ist das Maximum. Schrotmuni. Ja gut, also eine richtige Loot-Tour müssen wir dann eh nochmal machen. Ja, 8 ist das Maximum. Wir suchen jetzt erstmal was Schönes aus. Oh. Der Nebel ist da. Wir bleiben drin. Angelzeugs, Beefcan, Cola. Okay, hier ist wenigstens ein bisschen was zu essen. Die Tür ist zu. Das passt schon mal. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Keine Ahnung, wie die KI sich verändert hat. Kommen die hier rein? Kommen die hier nicht rein? Werden die durch die Taschenlampe getriggert? Das ist schon fies. Wir können ja mal eben schauen. Also, wir befinden uns jetzt hier unten. Drüben haben wir das Sägewerk. Powerplant Hunting Area. Ich glaube, am besten ist es erstmal, wir folgen der Straße weiterhin. Und schauen, dass wir irgendwie im Idealfall vielleicht hier oben am See eine Base bauen. Wir haben hier kleinere Seen. Vielleicht hier oben auch nicht verkehrt bei Community. Das scheint mir so eine kleine, weiß ich nicht, so eine kleine Wohnecke zu sein, so ein paar Häuser. Und da haben wir die Feinde. Oh ja, doch, die laufen aber schon anders. Rennend sahen sie jetzt doch sehr gleich aus. Noch nicht so richtig animiert, so gefühlt sehr, sehr starr. Aber das sieht doch jetzt schon wesentlich besser aus. Okay. Da ist so ein Rucksack, ne? Ist das nicht so ein Upgrade-Rucksack? Warte mal, wie könnte man darauf kommen? Sehen wir irgendwo eine Leiter? Ja, hier ist eine Leiter. Okay, soweit, so gut. Ich kann jetzt eh nicht alles tragen. Ich kann auch noch nicht alles gebrauchen. Ich muss da wieder so ein bisschen reinfinden und schauen, was ich davon tatsächlich gebrauchen kann. Jetzt im Moment ist es irgendwie wichtiger, darauf zu kommen. Ich fürchte fast, hier geht's gar nicht rauf. Vielleicht komme ich auf das Dach da. Oder?
Nee, ich glaube, der kann. Nee, das kann er nicht. Auch innen scheint mir kein Zugang zu sein. Gehen wir nochmal eben zurück. Genau, wir schauen mal, ob wir hier irgendwie einen Zugang haben. Ich meine, möglicherweise... Nee, das geht nicht. Genau, und dieser Ambient-Sound, den wir hier hören, der kommt... Oh... Ja. Der kommt dann, wenn der Nebel da ist. Garden Soil, ja, auch nicht ganz unwichtig. Revolver-Ammo passt schon nicht mehr. Ist aber, denke ich, fast wichtiger als solche Dinge. Schade. Vielleicht kommt man da später noch rauf, wenn man ein Auto davor stellt oder irgendwas. Weil ich bin der Meinung, so ein Rucksack-Upgrade, damit wir hier so eine Reihe mehr haben oder drei mehr haben, das sah immer einfach nur so aus. Hier, hier, jetzt können wir mal schauen, wie die aussehen. Jeden Fall andere Animationen. Die sehen auch anders aus. Ich bin der Meinung, die sahen vorher alle gleich aus. Die waren alle grau und hatten keine Haare. Und jetzt haben die hier schon mal so unterschiedliche Klamotten an. Hier mit so einem Hoodie. Ja, die laufen auf jeden Fall anders. Jetzt muss ich warten. Keine Ahnung, wie lange dieser Nebel dauert. Aber ich gehe da sicher nicht raus. Ich will die Munition nicht sofort verballern. Genau, der aktuelle Plan ist dann eben der Straße weiterhin folgen, schauen, was links und rechts so stattfindet. Hunting Area könnte durchaus sein, dass es da eine bessere Waffe für mich gibt. Allerdings auch Bären, nehme ich mal an. Denn ursprünglich kamen wir von hier oben, ah doch, das seht ihr, von hier oben und sind dann runter zum Motel gefahren, weshalb hier viele Bären waren, gelaufen. Wir zielen das hier mal an. Ich nehme an, ich werde hier links und rechts mich mal umschauen. Aber so alles in allem, damit wir irgendwie so eine Base-Location haben. Ich weiß nicht, wie weit das Ganze führt, aber das scheint schon recht groß zu sein. Jetzt muss halt eben der Nebel noch aufhören. Denn ansonsten ist das, glaube ich, so ein bisschen zu riskant. Ja, gefällt mir. Gefällt mir ganz gut. Ja, das ist wohl von nur einer Person entwickelt. Also hier und da, so wie ich das in Erinnerung habe, natürlich mal irgendwie Sound von einem anderen bekommen oder irgendwie sowas. Aber so die Hauptarbeit, das ist alles durch eine Person. Und der wird da, glaube ich, auch noch ganz gut unterstützt drin. Also das ist nicht tot, das Spiel. Da kommen auch regelmäßig Updates und Test-Branches und was nicht noch alles. Aber ich bin da halt so, also für mich muss da schon ein großer Batzen Neuerungen dabei sein, damit ich da nochmal reinschaue. Denn jetzt einfach nur des Spielens willen da nochmal reinzuschauen, ist dann so ein bisschen, ne? Aber wenn es genug gibt, was man neu entdecken kann und so, dann immer gern. Antibiotika auch nicht verkehrt. Hier gibt es was zu trinken. Hunger, Durst. Ne, das behalten wir uns mal bei. Wir droppen das mal eben. Nehmen wir lieber sowas mit. Denn so Metallzeug und so, das können wir immer noch finden. Konnte man nicht sogar warten. War das nicht so? Ground Sleep vielleicht? 7. Eine Stunde? Ich weiß nicht, ob der Sound dann aufhört. Ah ja, tatsächlich. Achso, das ist aber eine sehr saubere Glasscheibe hier in der Apokalypse. Ah ja, genau. Ja, so macht schon Sinn. Die haben, glaube ich, nicht so gebrannt, aber sehr cool. Kann ich mich daran verbrennen? Ein Apfel. Den essen wir. So, den können wir auch ernten. Dann nehmen wir da die Samen raus, so die Apfelkerne. Mh, 2 Äpfel innerhalb von einer Minute.
Nicht schlecht. Was haben wir da vorne? Kleines Camp. Auch hier ist jetzt natürlich die Frage... Ach, warte mal, das ist nur für NPCs, oder was? Ja, scheinbar. Schade. Vielleicht brauche ich da erstmal eine Box oder sowas. Zeig mal her, was haben wir denn hier? Eine Axt. Das kann nicht schaden. Das können wir da leider nicht reinmachen. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, ich muss schauen, dass ich hier Sachen droppe. Das ist jetzt einfach zu viel Krempel, den ich jetzt aktuell vielleicht noch gar nicht so unbedingt brauche. Wasser kann ich leider nicht droppen. Die Components. Ich muss zusehen, dass ich hier Zeug finde, was ich tatsächlich jetzt für einen Basenbau und so irgendwie verwenden kann. Du trinkst deinen Schluck, so ist gut. Schaut mal hier drüben zum Beispiel, das sieht sehr gut aus. Da kann man natürlich von vielen Seiten angegriffen werden, ist vielleicht nicht ideal. Was steht da? Warte mal. Was stand da? Ready to track oder was stand da dran? Ey, ich hab's doch gesehen. Kann man so einen Wohnanhänger an ein Auto packen? Kann das sein? Noch was. Jetzt wird's interessant. Okay, wir haben Revolver-Ammo. Wir haben 7.62-Munition. Aiming Laser. Explosive Arrow. B. Ah ja, genau. Mhm. Gib mir mal... Okay, daran kann ich mich erinnern. Das passt soweit. Das sieht doch alles noch sehr gleich aus. Foundation. Konnte man das vorher auch schon so machen? Ich glaube, man baute ein fertiges Haus auf, oder? Ja, hier fehlt aber leider so ein bisschen so eine Art Spind oder so. Möglicherweise kann ich das erst an der Workbench bauen. Hier. Aber wir müssen eh klein anfangen. Watchtower, ja, also auf jeden Fall einige Sachen dazugekommen. Verteidigungssachen, das passt soweit. Fridge, okay, das braucht Strom und so. Ah, hier, schaut mal hier. Okay, dafür brauchen wir eben ein bisschen Zeug. Was haben wir hier jetzt gehabt? Itching, ja tatsächlich. Ja, das reicht mir. Löwenzahn. Bäm, 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 bäm. Da drüben haben wir einen Tunneleingang. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil hier natürlich auch Menschen sind, die bewaffnet sind. Und wir alle wissen, in der Apokalypse sind die größten Monster immer die Menschen. Und es gab diese sehr schnellen, sehr tödlichen Mutanten mit diesen Tentakeln am Kopf. Die haben leider auch sehr, sehr viel ausgehalten. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier so etwa. Könnte auch hier noch sein. Muss jetzt nur aufpassen, dass ich hier... Warte mal, wo war die Straße? Doch, das ist hier noch die Straße. Genau, dann machen wir jetzt mal so ein bisschen auf die Schnelle, dass wir da hochkommen, um zu schauen, ob wir da irgendwo eine Base aufbauen können. Looten und losziehen können wir immer noch. Hier haben wir zum Beispiel ein Auto. Ist auch nicht viel drin, ne? Auch keine Reifen. Wir sehen mal zu, dass wir da hochkommen. Aber Wasser ist am Anfang gar nicht so unwichtig. Da können wir dann diese großen Fässer mit befüllen, bin ich der Meinung. Und das müssen wir dann aber abkochen. Mir war so, als wäre das in diesem Spiel gewesen.
Wir machen einfach mal. Und schauen, was dabei rauskommt. Wir haben es 13 Uhr, ja. Das ist jetzt gar nicht mehr so easy peasy. Hier könnten wir uns niederlassen. Eine kleine Blockhütte. Und für den Anfang ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn man erstmal so beginnt. Gucken mal. Ein paar Monate zum Winter. Ich überlege gerade, gab es so Winter und sowas? Bin gar nicht sicher. Ich glaube, das mit dem Winter stand da auch Ewigkeiten, aber es gab nie einen Winter. Es gab immer nur Nebel. Und das war's dann. Aber, also wie gesagt, ich habe es jetzt wirklich, das ist bestimmt ein Jahr oder sogar länger her, dass ich das zuletzt, das war eins der großen Survival-Spiele, die ich hier am Anfang vom Kanal gespielt habe. Und dann so weit gespielt, bis dann so die Autowerkstatt gebaut worden ist und so weiter. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo es dann hieß, ja, im Tunnel kannst du noch nicht, da ist noch nichts los, da ist noch nichts. Das ist noch eine Baustelle, kommt demnächst und so. Da ist dann natürlich irgendwie so, okay, reicht dann auch. Jetzt müssen wir aber langsam mal schauen, dass wir irgendwo ankommen, da vorne. Oh, das sieht aus wie so ein Sektenhaus. Das ist hier original Far Cry 5. Ey, aber nehme ich... Oh nein. Oh nein, Menschen. Aber was haben Menschen? Waffen. Was hätte ich gern? Waffen. Muss ich nur mal schauen, dass ich hier nicht zu sehr auf die Mütze kriege. Ich weiß nicht, ob die immer noch so super gut schießen können, denn das konnten sie mal. Wir haben ein paar Schuss. Jetzt ist die Tarkov-Headshot-Fähigkeit gefragt. Die Tarkovsche Headshot-Fähigkeit. Rechte Seite scheint frei zu sein. Ja, das passt mir eigentlich ganz gut, wenn auf der anderen Seite irgendwas offen ist und das nicht erst komplett am anderen Ende ist. Nee, hier. Da oben läuft einer, der hat das gar nicht mitbekommen. Hier läuft einer. Ist der im Gebäude? Kann das sein? Na, da habe ich schlechte Karten. Wenn der mich da oben sieht, dann bin ich dran. Ich schätze, der ist hier drin. I schätze, he is in there. Da ist der erste Typ. Da oben brennt Licht. Nee, das sieht ganz gut aus. Das sieht ja aus wie beim Ranch Simulator hier. Das ist genau das gleiche Haus. Aber original. Ich höre den, könnte durchaus sein. Kriegen wir die hier noch auf? Nee. Okay, die KI ist immer noch nicht besser. Aber das soll mich jetzt ehrlich gesagt nicht stören. Mir geht es hier gar nicht so sehr. Mich erinnert das auch sehr an Far Cry gerade, wie sich das so spielt. Wir haben noch zwei Schuss, da kommt einer. Broken Revolver. Zeig mal her, gib mal was. Hat er noch was dabei? Was ist das? Cartridge? Kollege, ich brauche deine Waffe. Ach, die Knie. Ist nicht lustig. Okay, wir sind hier im Kampf. Auch keine Waffe dabei. Filter.
Nee, Set. Da sage ich nee. Suppressor. Ja, alles cool, aber kann ich jetzt auch nichts mit anfangen, ne? So wie es aussieht, kann ich deren Waffen gar nicht looten. Denn hier liegen leider auch keine. Und wir haben auch gar keinen Schuss mehr. Ich muss die gar nicht ausgerüstet haben. Der hat Handschuhe. Alter. Wir müssen rein, wir müssen looten. Anders geht's gerade leider nicht. Ja, das ist schon sehr anders als zuvor. Hier auch, dass die hier so ihre Base haben und alles. Aber ja, die KI ist weiterhin so dieses so, oh, da ist einer. So, es gibt kein Geschrei, kein Rennen und kein Deckung nehmen und so. Es ist einfach nur, man sieht es ja an dem Haufen da. Alle laufen gleich. Broken Revolver. Man kann bestimmt auch mit den Waffen teilen und so. War da nicht irgendwas? Ey, wenn man in der Zwischenzeit so viele Spiele gespielt hat, dann könnte hier wirklich alles möglich sein. No power. No power übrigens. Ist okay, akzeptiere ich. America. My love, America. Geh mal weg. AK. Wie, das können wir nicht tauschen? Ach ja, da war ja so ein Ding, ne? Ich erinnere mich. Haben wir da ein bisschen was drin? 8 Schuss. Das ist die falsche Munition dafür. Aber immerhin haben wir schon mal was mit unseren coolen Gartenhandschuhen. Ja, ich krieg fast Lust, Far Cry zu spielen. Also das, auch so, wie die Waffe aussieht, das ist natürlich nicht ganz so polished wie so ein Ubisoft-Spiel, was aber verständlich ist. Und wenn man das jetzt in Relation setzt und das nur einer gemacht hat und Ubisoft mit hunderten Millionen und weiß ich nicht wie viel, 300 Leuten, dann ist das schon sehr beeindruckend hier. Ach, wie gut das ist. Ja, aber also ich sag's jetzt zum dritten Mal, wir brauchen erstmal eine Base. Und ich bin halt nicht sicher, ob die hier wieder reinspawnen oder ob ich das hier jetzt als Base nutzen kann. Denn so ein Base-Dings habe ich nicht gesehen. Okay. Was ist denn Left Hand eigentlich? Okay, wir haben leider nichts, ne? Ne, das bringt uns so nichts. Wir müssen Fortschritt machen. Coole Base und alle. Also, ich hätte gerne eine Waffe. Das Spiel so, ja, Flammenwerfer, ciao. Oh, Nudeln. Ja, ein Flammenwerfer. Einfach ein Flammenwerfer im Spiel. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber macht natürlich Sinn jetzt. Diese Kartuschen, die man gefunden hat hier. Naja, das passt schon gut zusammen. Dann würde ich vorschlagen, müssen wir irgendwas droppen. Wir nehmen das jetzt erstmal mit. Wir sehen zu. Ist das abgefahren. Sehr schön, okay. Revolver, ja, das ist halt so ein bisschen Platz. Leute, wir brauchen Platz. Der Hammer fliegt raus. Das nehmen wir. Wir laden nach. 2 Schuss, das reicht erstmal. Ich denke, der Hammer ist relativ wichtig zum Bauen. Lockpick. 9 mm immerhin. Eine 9 mm Pistole wäre auch nicht verkehrt jetzt an der Stelle. Denn dafür haben wir... Oh, Alter. Nehmen wir den. Hier hätten wir einen Hunting Arrow. Das reicht nicht ganz, ne? Aber wir trinken jetzt mal, bis wir genug haben. Droppen das. Dann nehmen wir mal den Pfeil mit.
Ja, einen Flammenwerfer, muss ich ehrlich sagen, den könnte ich am ehesten droppen. Weil so cool ich das finde, dass der hier drin ist, so sehr benutze ich in Spielen Flammenwerfer nie. Also, aber mal sowas von gar nicht nie. Also, niemals. Ach, warte mal, da brauche ich aber ein Dings für, ne? Denn das... Ja, hier. Das können wir doch bestimmt irgendwie herstellen. Ich brauche halt eine Workbench oder irgendwas. Pickup. Tragen wir. Sehr gut. Da haben wir eine Angel, da bin ich erstmal nicht dran interessiert. Die können wir stacken. Explosive Arrow, Suppressor. Okay, Leute, wir müssen uns ranhalten. Aber gut zu wissen, dass es hier so richtig ordentlich Loot gibt. Wir haben den Typen da oben noch. Und möglicherweise lungert hier noch irgendwo einer rum. Da oben haben wir noch so ein Dings. Vielleicht kriegt er das aber auch gar nicht mit. Ich hier so ganz elegant langschleiche. Sieht doch ganz gut aus, oder? Es beginnt zu regnen. Da stand vorhin was von Nässe und schwebenden Strommasten. Ich weiß nicht, wie relevant Nässe jetzt aktuell ist, ob das wie bei DayZ ist, dass man dann krank wird oder irgendwas. Wenn ich Pech habe, dann ist das so. Warte mal, wo waren wir denn jetzt? Sägemühle, Powerplant. Schwer zu sagen. Im Grunde suchen wir nur nach Wasser. Das ist alles, also... Danach können wir uns dann immer noch umschauen, wo genau wir sind. Wir brauchen Wasser und eine kleine Hütte dran. Und das sieht mir doch sehr nach Wasser aus da unten. Da. Für den Anfang. Hui. So, wir bleiben jetzt erstmal kurz hier drin. Das kann hier rein und das ebenfalls. Auch der Hammer kann erstmal weg. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz, um hier beispielsweise mal nachzuladen. Jetzt haben wir 6 Schuss für den Revolver. Ich glaube, da drüben ist die interessantere Hütte. Wie spät haben wir es? 14:49. Oh, oh, hier ist doch ein Upgrade. Sehr schöner Wettersound. Was ist das? Ah, ein Reel, okay. Also so ein Instagram-Reel. Und Fishing Line, okay. Also. Das untere geht nicht? Nee. Das passt soweit. Okay, hier ist alles durch. Gut, dann würde ich sagen, droppen wir alles in der Kiste. Sehen zu, dass wir herausfinden, wo wir sind. Ja, ziemlich sicher hier, ne? Das heißt, wir hauen erstmal alles hier so rüber. Dann haben wir ein bisschen Platz. Wir können ja mal eben schauen, ob wir eine Kiste bauen können oder was.
Cabinet Components Wooden Plank ist halt so ein bisschen das Problem. Die Planks kriege ich, glaube ich, nur, wenn ich... Die Workbench vielleicht. Oder ich brauche eine Säge, das kann natürlich auch sein. Ah ja, hier steht's ja. Das heißt, ich muss Bäume fällen. Warte mal, wir schauen mal eben, wie das mit den Bäume fällen war. Kann ich mich nicht so dran erinnern. Oh nein, meine Unterkunft. Okay, das war Absicht. Und die Dinger, genau, das weiß ich noch. Und auch Blätter gibt es so. Der Baum ist weg. Okay, warte mal, dann gehen wir mal eben hier hoch. Im Idealfall sucht man sich natürlich irgendwie eine große Scheune oder was, aber dadurch, dass wir jetzt auch tatsächlich selbst bauen können, viele nimmt ohne Probleme. Okay, also ich brauche eine Säge für die Wooden Planks und dann, okay. Aber die kann ich ja schon mal hier liegen lassen. Das heißt, ich sollte losziehen. Um eine Säge zu finden. Zeig mal her, wir sind jetzt hier, da drüben. Checkpoint. Da oben ist es, glaube ich. Oh oh, neue Menschen. Okay, 3 Schuss für den noch. Da drüben war einer. Die beiden noch. Auf dem Turm sehe ich keinen. Wo ist er denn jetzt hin?
da hinten. Das wird schwierig. Kann ich leider nur schwer riskieren. Das sind leider doch noch zwei. Das ist zu riskant. Das kann ich leider nicht machen. Schade. Oh. Oops. Oh. Okay, der Regen lässt nach. Stamina Fatigue. Ein bisschen Hunger, ein bisschen Durst. Okay. Ich schätze mal fast, es macht mehr Sinn für mich, wenn ich irgendwo was finde, was irgendwie direkt begehbar ist. Ich überlege gerade mal, wo sind wir denn? Wenn das links ist, dann ist diese Community hier oben. Vielleicht finden wir da ja eine schöne, ein großes Haus, weil wir müssen viel reinbauen. Werkbänke, Generatoren, Destillierer und was nicht noch alles. Ja, so eine Kirche reicht mir eigentlich. Ah, hier sind auch schon wieder menschliche Feinde. Nichts drin. Keine Säge im Auto. Frechheit. Jetzt muss ich natürlich zusehen, dass ich hier irgendwie... Aber ich sehe noch niemanden. Das könnte durchaus eine Lösung sein. Hallo? Sieht ganz gut aus, oder? Da vorne, schaut euch die Hütte mal an. Denn ein Stück zum Wasser laufen, das hatte ich beim ersten Let's Play auch. Das ist nicht schlimm. Da läufst du dann halt über so einen kleinen Hügel und dann holst du ein bisschen Wasser. Ich denke, danach sollte ich es nicht komplett ausrichten. Also es muss nicht direkt am Wasser liegen. Die Frage ist halt, ist hier einer drin? Da drüben haben wir so ein Gewächshaus. Nehmen wir die Kirche. Die Hütte gefällt mir da drüben auch ganz gut. Hier sind einige. Man muss sich bei so einem Basenfund natürlich immer... Ja, weiß ich nicht, ob das... Die Frage hat sich gerade geklärt.
Ciao. Ja, auch hier wieder. Da ist jetzt so ein bisschen natürlich auch wieder, steht im Weg. Greift der an, wenn ich jetzt hier baue oder nicht? Weil das ist schon eine tolle Gegend irgendwie. Hier toll, helle Wohnung gesucht. Wooden Plank können wir mal mitnehmen. Aber auch hier fehlt es jetzt gerade so ein bisschen an der Sauberkeit, ne? Weil es ist halt so ein bisschen, ich krieg's halt nicht sauber. Es bleibt dann halt so ein bisschen hässlich. Aber so rein von der Lage her ist das gar nicht verkehrt. Ich schau mal, was hier drüben so rumlungert. Wenn hier jetzt nicht unbedingt Menschen sind. Nee, 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 nee. Hau mal ab. Hau mal ab. Ist der doch hinter mir? Nee, okay, die kehren dann irgendwann um. Ja, so viel zur Community. Das hier ist die Kirche. Wir gehen mal hier runter. Hier unten haben wir noch ein bisschen was. Ansonsten, so eine ganze Schule wäre natürlich auch nicht verkehrt, ne? So ein bisschen Silent Hill Vibe. Könnte ich durchaus mit leben. Aber das ist für mich alles völlig neu. Also das habe ich so alles noch nicht gesehen. Da hat es sich auf jeden Fall mal gelohnt, ein Jahr oder sogar länger zu warten, bevor man wieder in so ein Spiel reinschaut. Hallo? Ne, wir tragen schon so einen schönen Bauarbeiterhelm. Genau, Platz haben wir jetzt gerade nicht mehr. Tree Bark, ja, zum Feuer machen, ne? Senf. Ganz klar. Genau, wir essen mal was. Eat. Sehr cool. Ah, lecker. Durst. Okay. Ich würde vorschlagen, wir machen genau hier einen Cut. Gekühlte Bandagen und beim nächsten Mal sehen wir zu, dass wir ein bisschen was finden, wo wir uns niederlassen können. Denn das ist gerade das Wichtigste. Ich will halt nicht vorher irgendwo schon was aufbauen und was lagern und so weiter, bevor ich nicht weiß, dass ich da definitiv bleibe. Und ich denke, hier hinten haben wir relativ gute Chancen. Zum einen ein guter Bereich zum Looten. Und diese Hütte da sieht doch sehr interessant aus. Die Frage bleibt halt, Feinde oder keine Feinde? Und muss da dran so ein Zettel hängen, an dem ich sage, das gehört jetzt mir, denn so einen habe ich lange nicht mehr gefunden. Und mir war so, als wäre auf solchen Türmen hier, da ist auch nochmal ein Haus. Als wäre auf solchen Türmen manchmal so ein Rucksack-Upgrade drauf. Aber ja, ich sehe hier leider keinerlei. Wir schauen uns die Hütte da oben gleich mal an. Keinerlei Zettel. Wie, das kann er nicht? Schade. An dem ich sagen kann, das ist meine Base. Oh, ein Quad. Auch wieder Feinde. Schwierige Sache, schwierige Sache. Vehicle Parts. Autobatterie ist ja schon mal was. Braucht der hier die auch? Wie wird das betrieben? Einfach nur so. Braucht nur Reifen. Repair. Warte mal, wir lassen das mal da drin. Ja, wird angezeigt.
Wie spät haben wir es denn? 17 Uhr. Also eine Unterkunft finde ich schon für die Nacht, das ist nicht das Problem. Aber eben so eine dauerhafte Base wäre natürlich schon hilfreich jetzt so. Da haben wir die Schule. Tankstelle, ja, zum Looten ist das hier wirklich ideal. Hier wird es alles geben. Wir werden sehen, liebe Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit Miss Survival. Bis dahin. Ciao.